Dann legen wir los. Dann sage ich herzlich willkommen zur Nachbesprechung unseres heutigen Heimspiels gegen Borussia Dortmund. Endstand 0-1. Darf die beiden Trainer hier auf dem Podium begrüßen, was ich sehr gerne mache. Und Edin, dich direkt nach deinem Fazit fragen. Ja, es war definitiv wichtig, heute eine Leistungssteigerung zu zeigen im Vergleich zu dem, was wir letzte Woche abgeliefert haben. Und das ist uns gelungen. Ich finde, es war ein verdienter Sieg. Es waren viele Dinge, die heute deutlich besser waren im Ballbesitz und halt auch in der Torverteidigung. Allerdings haben wir es halt nicht geschafft, den Sack zuzumachen. Ich glaube, selbst wenn wir heute 3 Tore geschossen hätten, hätten wir über eine nicht so gute Chancenverwertung gesprochen, weil da wirklich sehr viele klare Möglichkeiten waren. Dadurch war das Spiel bis zum Schluss immer wieder offen. Es wurde dann in der zweiten Halbzeit auch viel zu wild von unserer Seite aus. Da war das Spielfeld sehr groß und dadurch haben wir Hertha immer noch am Leben gehalten, sodass sie immer wieder auch gefährlich kontern konnten, hatten dann auch noch mit den 2-3 Distanzschüssen für Gefahr gesorgt, mussten dann noch ein paar Standards verteidigen. Das müssen wir deutlich besser machen, besonders im Hinblick auf die kommende Woche, wenn es dann losgeht mit englischen Wochen und mit Spielen unter der Woche, wo es da auch darum geht, Energie zu sparen. Und dementsprechend hätten wir uns sehr gewünscht, das Spiel vorher zu entscheiden, damit wir nicht bis zum Schluss um den Sieg kämpfen müssen. Aber es war eine deutliche Leistungssteigerung. Ich wünsche Hertha alles Gute für die nächsten Aufgaben. Und ja, wir sind sehr zufrieden mit dem Sieg heute. Vielen Dank. Ihnen vielen Dank. Zur Belohnung gibt es ja auch ein Wasser jetzt. Das kommt nämlich da, ja, bei tropischen Temperaturen hier drin. Reich einmal durch, bitte. Dann. Sandro, dann dein Fazit der 90 Minuten. Ja, erstmal Glückwunsch an Edin und seinem Team für den Sieg. Ich finde, dass wir zu Beginn des Spiels gleich unsere Torchance hatten mit Jonjoy Kenny, wo Kobel dann auch sehr gut hält. Und ich finde, dann ab der 10., 15. Minute waren wir nicht gut im Spiel, dass wir viele einfache Ballverluste hatten in unserem Spiel, dass wir dem Gegner dann mit ihrer Qualität dann auch Torchancen ermöglicht haben, wo wir dann auch nicht mehr in eine Phase reinkamen in der ersten Halbzeit, wo wir uns Möglichkeiten erspielen konnten. Und das haben wir dann in der Halbzeitpause dann auch klar angesprochen. Und ich finde, dann zweite Halbzeit war es dann ein offener Fight. Es war dann, da bin ich bei Edin, dann teilweise etwas wild auf beiden Seiten. Beide Torhüter, glaube, eine sehr gute Leistung heute abgerufen. Wir waren leidenschaftlich dann mehr drin in den Zweikämpfen und hatten dann auch einfachere Spielmomente nach vorne und hatten dann auch die Tormöglichkeiten, um dann am Ende einen Punkt hier zu behalten. Und ärgerlich. Und was erste Halbzeit angeht, nochmal was nicht gut, gerade was Ballverluste angeht. Und zweite Halbzeit war es dann weitaus besser und dementsprechend auch für uns sehr ärgerlich, dass wir dieses Spiel verloren haben. Dankeschön. Sandro, auch dir vielen Dank. Dann gehen wir in die Fragerunde. Gehen wir bitte einmal hier in die Mitte. Ja, Maria Laske von der Funke Mediengruppe. Edin, ich fand, in der ersten Halbzeit hat man gesehen, dass ihr wesentlich häufiger geflankt habt. Ich weiß nicht, ob das auch dein Eindruck war und dass da auch viele gefährliche Situationen raus entstanden sind, zum Beispiel eben auch das Tor. Siehst du das auch so? Und vielleicht kannst du uns nochmal sagen, wie das Gefühl ist, wenn so ein großer Stürmer wie Modest auf einen zurennt und in den Arm nimmt. Ja, es waren deutlich mehr Flanken als zuletzt. Ich glaube, wir haben heute genauso viele Flanken gespielt wie zuvor in den anderen 3 Bundesligaspielen zusammen. Und natürlich hätten wir uns das auch letzte Woche schon gewünscht. Und dementsprechend war das ein großer Schwerpunkt in dieser Woche, wo wir den Jungs das erstmal aufgezeigt haben, wo wir letzte Woche schon die Möglichkeit gehabt haben, über die Flügel noch gefährlicher zu werden. Wir haben in den letzten Jahren nie diesen einen Zielspieler in der Box gehabt. Das ist neu für uns. Das wird ein bisschen Zeit dauern, diese Waffe auch für uns noch häufiger einzusetzen. Aber ich finde, das haben wir heute dann besonders in der ersten Halbzeit sehr klar ausgespielt. Jedes Mal, wenn das Zentrum halt offen war, haben wir es versucht, durchs Zentrum zu kombinieren, haben dann aber auch ein paar Bälle da unnötigerweise verloren, ein paar Konter schlucken müssen. Dann haben wir den Weg über die Außen gewählt. Und ja, wenn man dann halt sieht, wer dieses Tor vorbereitet, das war nämlich Salih mit einer hervorragenden Flanke. Und da muss man auch Salih ein großes Kompliment machen. Er hat heute ein herausragendes Spiel gemacht. Das war sein erster Einsatz im BVB-Trikot. Und wie er sich da durchgebissen hat, wie viele Bälle er für uns erobert hat, das war mindestens genauso wichtig wie das Tor, was er vorbereitet hat. Und jetzt zu Toni. Ja, ich habe da so eine Szene im Kopf. Da rennt er auf dem Trainer dazu und fängt dann an zu tanzen. Das hat er heute Gott sei Dank bleiben lassen. Wir freuen uns gemeinsam über dieses Tor und wir sind uns sicher, dass das erste von ganz vielen war.
Dann geht's weiter bei Sky Sport News, Lisa de Reuter. Sandro, ihr habt auch in dieser Woche wieder viel Torabschlüsse trainiert im Training, sah auch gut aus von außen. 2 Tore in 4 Spielen sprechen aber eine andere Sprache. Warum gelingt das in den Spielen nicht? Und vielleicht dann noch ein Satz zur 21. Minute, die Situation 3-1. Warum wurde da nicht mehr draus gemacht? Klein dann auch gespielt haben und so kommst du dann auch in Drucksituationen, der Gegner setzt sich dann unter Druck und zweite Halbzeit haben wir es dann einfach besser gemacht, schneller die nächste Ebene gefunden, mehr Tiefgang dann auch gehabt und klar, zweite Halbzeit dann Marco Richter dann Pech gehabt in seinem Abschluss, was die Latte betrifft, Kobel hält aber auch noch sehr gut und dennoch geht es dann um die Präzision, um die Ruhe im Abschluss, aber es stimmt, erste Halbzeit, gerade bei dieser 3-1-Situation, da brauchst du einfach mehr Zielstrebigkeit in den Aktionen, musst noch gieriger rein in die Box, den Gegner dann in diesen Zweikampf verwickeln und das haben wir dann erste Halbzeit nochmal nicht gut gemacht mit diesen einfachen Ballverlusten, die wir da hatten. Immer bitte einmal nach hinten, hier in zu Paul Gorgas, Bild BZ, der hat den weißen Shirt. Du hast heute Jean-Paul Boetius erstmals in der Startelf aufgeboten. Ich vermute, der Plan war, dass dadurch mehr Kreativität, mehr spielerische Elemente ins Spiel kommen. Also korrigiere mich gerne, wenn das nicht stimmt. Warum hat sowohl er als auch Suat Serdar sich heute so schwer getan in diesem Spiel? Einfache Ballverluste hast du schon angesprochen. Ja, ich glaube, es wichtig ist, wie man damit umgeht, mit dem einen oder anderen Ballverlust. Und das haben wir erste Halbzeit, jetzt geht es nicht nur um die beiden Spieler, sondern als Mannschaft, nicht gut gemacht. Wir haben uns dann selbst runtergezogen, das was Körpersprache angeht. Und ich glaube, dass du einfach dranbleiben musst, mit einer Überzeugung, mit einer Konsequenz, mit einer Sauberkeit, was das Passspiel angeht, was den ersten Kontakt angeht. Und das, was ich gerade schon gesagt habe, dann verzetteln wir uns zu häufig in kleinen Situationen und dann haben sie mit Özcan, der, was Edin auch gerade schon gesagt hat, der heute ein sehr, sehr gutes Spiel absolviert hat, und dann kommen die Dortmunder dann in ihre Balleroberung rein und da brauchen wir ein klareres Spiel als Mannschaft und um das einfach für uns zu verbessern. Einmal bitte in die letzte Reihe, ich kann leider nicht erkennen, wer es ist. Ja, Ronald Hemmisch von der Matz. Sandro, du hast nach den letzten Spielen eigentlich immer gesagt, dass es ein Schritt nach vorne war, dass die Entwicklung zu sehen ist. Was war das heute? War das ein Zwischenschritt, ein Schritt zurück? Nein, ich habe das nicht immer so ausgedrückt, was Entwicklung angeht, sondern ich finde, dass wir heute gesehen haben, auch in diesem Spiel, was Phasen angeht, wenn du aktiv drin bist in der zweiten Halbzeit, wenn du nach vorne spielst, wenn du Räume schnell überspielst und Tiefgang hast, dann hast du gute Momente, dann haben wir unsere Geschwindigkeit. Aber wenn du dann zu viel klein spielst, dann kriegst du nicht diese Momente rein wie in der ersten Halbzeit. Und das ist nochmal, es geht jetzt nicht darum, jetzt machen wir 2 Schritte nach vorne und dann 2 wieder zurück, sondern es gilt für uns, das ganz klar inhaltlich zu verbessern. Das gerade was erste Halbzeit, wie wir dort agiert haben in unserem Offensivspiel. Dann gehen wir bitte einmal hier vorne in die erste Reihe. Mikro kommt. Ja, Dirk Krampe, Ruhrnachrichten. Frage an Edin. Es gab mal Zeiten, da hätte deine Mannschaft hier wahrscheinlich versucht, nur spielerisch dieses Spiel zu gewinnen. Jetzt sieht man Torgan Hazard grätschen. Julian Brandt gewinnt hinten einen Zweikampf gegen Luke Bakio. Wie hast du die Überzeugung geweckt, dass es sich lohnt, gegen so eine kampfstarke Mannschaft wie die Hertha auch dagegen zu halten und auf dieser Ebene sozusagen Vorteile für sich zu erzielen? Ja, dabei habt ihr mir geholfen letzte Woche. Ihr habt so viele unangenehme Fragen gestellt nach dem Spiel gegen Werder Bremen. Daran haben wir die Jungs erinnert, auch heute noch mal kurz vorm Spiel, wie schlecht es sich angefühlt hat, letzte Woche nach dem Spiel auf dem Platz zu stehen, wie schlecht es sich angefühlt hat, so verärgert einschlafen zu müssen und sich diese Fragen gefallen zu lassen. Und das war halt heute besser. Wir haben wirklich dann zum Schluss hin
dann auch wenn es dann nicht leicht ist, wenn da drei Stürmer auf dem Platz stehen vom Gegner und die Bälle immer wieder nach vorne gespielt werden, da wenig zuzulassen. Wir haben aber dann durch die Wechsel auch noch mal gut reagieren können, noch mal Frische reinbringen können und halt auch die Ernsthaftigkeit, wie wichtig es jetzt ist, dieses Tor zu verteidigen. Wir haben dann irgendwann mal gemerkt, auch bei der Anzahl der Torchancen, die wir uns erspielen konnten, dass es am Ende jetzt darum geht, die Null zu verteidigen. Trotzdem fand ich es phasenweise in der zweiten Halbzeit etwas zu wild. Da haben wir zu häufig die Position verlassen. Wir hätten es uns heute deutlich einfacher machen können. Auch daraus werden wir lernen, auch wenn es dann vielleicht heute nicht so viele unangenehme Fragen gibt, die werden wir uns dann stellen. Dann gehen wir nochmal hier in die zweite Reihe, bitte. Hi, Kieran Fahy, AP. Frage für Sie, Herr Edden. Gio Reyna war heute nicht dabei. Können Sie sagen, wie es mit ihm geht? Ja, kann ich gerne machen, aber super Akzent. Ja, Gio ist eine besondere Situation. Gio hat jetzt fast ein Jahr immer wieder mit Verletzungen zu kämpfen. Er hat sich immer wieder zurückgekämpft und wurde dann ganz schnell wieder enttäuscht und die Verletzungen sind immer wieder aufgebrochen. Und bei ihm ist es so, dass er diese Woche eigentlich sehr gut trainiert hat. Wir fahren mit ihm ein sehr individuelles Programm, dass wir da auch aufpassen und dass wir ihn sukzessive aufbauen. Und er hat sich dann vor dem Spiel einfach nicht mehr gut gefühlt. Und wenn das dann einmal in ihm drinsteckt, dann macht es keinen Sinn, den nächsten Rückschlag zu riskieren, sondern da werden wir ihn weiterhin behutsam aufbauen, in der Hoffnung, dass er dann ab kommende Woche wieder mit uns voll einsteigt ins Training. Aber wir müssen halt einfach lernen aus der Vergangenheit. Wir hatten so viele Ausfallzeiten und da geht es darum, die Ausfälle erstmal zu reduzieren, aber dann halt auch die Zeit, die Jungs dann verletzt sind. Und lieber verzichten wir dann auf ein oder zwei Einsätze, bevor wir es dann riskieren, monatelang auf jemanden zu verzichten. Dann gehen wir mal zu Horst Bläsig, Fußballwoche, bitte. Herr Schwarz, Sie hatten schon angesprochen, dass heute beide Torhüter überragende Leistungen gezeigt haben. Für Ihren Torwart gilt das sicherlich noch ganz besonders. Würden Sie zustimmen, dass der beste Spieler heute von Hertha BSC im Tor stand? Ja, ich finde das jetzt unabhängig, was die Bewertung anderer Spieler angeht, aber ich finde, dass er eine sehr, sehr gute Leistung abgerufen hat und es ist ein junger Torwart, Olli, letzte Woche schon mit dem Save, was die Elfmetersituation angeht, in Gladbach, dass er das heute wieder an Leistung bestätigt hat, auch in seinem Verhalten. Und ich freue mich, dass er wirklich eine Top-Leistung abgerufen hat, weil er sehr fleißig ist in der Trainingswoche mit den Torhütern zusammen, mit dem Torwarttrainer Andi Menger zusammen. Und das sieht man dann auch heute in der Leistung, was er dann auch für uns dann auch an Torchancen verteidigt hat. Dann gehen wir bitte nochmal zu der Krampe. Ja, noch eine Frage an Edin Terzic, vielleicht nochmal zu Salih Özcan. Du hast es eben schon so ein bisschen angesprochen. Ich fand, er hat, solange die Kraft richtig da war, ein herausragend gutes Spiel gemacht. Auch so eine Selbstverständlichkeit, hat Nebenspieler dirigiert, hat Räume zugelaufen. Kannst du vielleicht mal beschreiben, wie dein Eindruck so heute war und wie es auch kommt, dass dieser Spieler, der sein Debüt heute gefeiert hat, gleich so einen prägenden Eindruck hinterlassen konnte? Ja, Salih hat heute einfach eine hervorragende Leistung gezeigt, weil er selbst war. Das ist der Grund, wieso wir Salih unbedingt dazu gewinnen wollten. Wir haben wirklich sehr viel Kreativität im Kader, wir haben super viel Tempo im Kader. Aber Salih ist halt ein Spieler, dem andere Dinge wichtig sind. Und ihm ist es nicht wichtig, dass der Fußball sexy aussieht, sondern es geht bei ihm darum, die wichtigen Dinge auf dem Platz zu erledigen. Und das macht er. Er ist da für die anderen. Er ist da, damit er den anderen den Rücken frei hält, damit die anderen glänzen können. Und heute war er der Schlüssel im Zentrum, dass wir da sehr wenig zugelassen haben. Und wir waren sehr froh über seine Leistung, dass am Ende dann natürlich die Kraft ein bisschen weg ist. Dann hat er auch noch ein bisschen Rückenprobleme bekommen, hat da so einen Schlag bekommen, hat sich trotzdem durchgebissen für die Mannschaft. Und ja, wir hoffen einfach, dass er da noch stabiler und noch besser wird, weil dann wird er uns sehr viel Spaß machen. Dann gehen wir mal zur Süddeutschen Zeitung. Javier Caceres. Ja, eine Frage an Herrn Schwarz. Herr Schwarz, Marco Richter war wieder dabei, hätte seine Rückkehr fast mit einem spektakulären Tor gekrönt. Können Sie mal ein bisschen schildern, wie er in den letzten Wochen auf Sie gewirkt hat? Wie weit ist er entfernt noch von einem Startelf-Einsatz? Und wie Sie ihn heute gesehen haben? Ja,
außergewöhnliche Geschichte bei Marco, wissen wir. Und dann jetzt geht es gar nicht mehr um den, in allererster Linie, was den Spieler Marco Richter betrifft, sondern als Mensch. Und wir wissen ja alle, wenn dann so eine Diagnose stattfindet, dass das natürlich erstmal ein Schockzustand ist und wie die Gruppe aber damit umgegangen ist und gesamt im Club, wie wir damit umgegangen sind und schnell aber dann auch Zuversicht eingekehrt ist bei Marco. Und wir freuen uns ungemein natürlich in allererster Linie erstmal als Mensch, dass er so zurückgekommen ist wieder, dass er in der Gruppe dabei ist, dass er wieder Spaß hat in unserem Miteinander. Und so habe ich ihn erlebt dann auch in den letzten Wochen. Und es wäre heute der I-Punkt gewesen, wenn er nach der Einwechslung, wenn er dann der Distanzschuss dann auch reingegangen wäre. Aber wir freuen uns nochmal, dass Marco jetzt dabei ist und dass er vor allem gesundheitlich wirklich in einem sehr, sehr guten Zustand ist. Und alles andere mit jeder Trainingseinheit wird er auch weiter seine Leistung erhöhen. Und da sind wir in diesem Prozess gerade bei ihm. Ich sehe keine Hand, doch, da gibt es eine Nachfrage bei Javier. Ja, Herr Schwarz, ist nach 4 Spielen ein Punkt. Ich weiß nicht, wie viel Dringlichkeit Sie persönlich verspüren, im Club auf Sie einwirkt. Wie sind Sie bisher mit dem Start zufrieden? Ja, ergebnistechnisch natürlich nicht. Ist doch klar, dass wir da nicht zufrieden sind mit dem Wissen, was wir für ein Auftaktprogramm jetzt hatten und was Leistung angeht, unterschiedlich zu bewerten sind diese 4 Spiele und auch heute wieder unterschiedlich Phasen hatten im Spiel, aber dass wir ergebnistechnisch natürlich nicht zufrieden sind, ist doch selbstverständlich. Gut, dann sage ich vielen Dank an die beiden Trainer, vielen Dank für die Fragen. Bei uns geht's weiter morgen um 11 Uhr mit Training. Bis dahin, bleibt gesund, hau he. Danke. Vielen Dank.